So, Chat, ich muss jetzt leider etwas gezwungenermaßen machen, was ich eigentlich mir und euch ersparen wollte. Ich habe mich gerade an den PC gesetzt, wollte eigentlich ganz normal streamen und habe gestern eigentlich auch alles dafür getan, dass ich das jetzt nicht machen muss. Aber viele Fragen gerade schon und ich will jetzt auch nicht einen auf Geheimniskrämerei machen, da einige Schmutzblätter, Wischblätter das schon veröffentlicht haben. Ja, es stimmt, es wurde gestern in meinem Haus eingebrochen. Also das ist gestern passiert. Ich habe gestern Abend gestreamt und habe ganz normal weitergemacht wie bisher. Man hat es mir vielleicht nicht angemerkt. Ich möchte an der Stelle ganz kurz eine Sache sagen und das werde ich auch anwaltlich prüfen lassen. Ich habe gestern extra bei der Polizei nochmal angerufen und ihr seid unfähige... Ich habe gestern extra bei euch angerufen und habe darum gebeten, dass das nicht an die Presse geht. Und irgendein Hurensohn, ob von der Polizei, sei mal dahingestellt, das weiß ich nicht, hat sich nicht dran gehalten und hat schnelle Mark gemacht und das der Zeitung verkauft, whatever. Also ganz ehrlich, nicht mal mehr auf die Polizei kannst du dich verlassen, Digga. Ich habe gestern extra noch angerufen und gesagt, bitte das nicht öffentlich machen. Ich habe keine Lust, ich will einen Haken hintermachen und gut ist. Und ohne irgendwas, Digga, zack, heute in der Zeitung. Ich setze mich hier gerade in meinen Stream und will einfach in Ruhe streamen. Und irgendeiner von den Behörden, von den Unfähigen, hat das weitergetragen. Es ist wirklich zum Kotzen, Digga. Also, die Kurzfassung, ich habe keinen Bock, da jetzt so lange drüber zu reden, Digga. Für mich ist das Ding abgehakt. Die Kurzfassung ist, der Typ, es war eine Person, hat über mehrere Tage mein Haus ausgekundschaftet, stand seit gestern Morgen 5 Uhr vor meinem Haus, vorweg mit einem Auto mit geklauten Kennzeichen. Zumindest ist es das, was ich von meinen Nachbarn gehört habe. Auch da nochmal ein Gruß und einen Kuss an die Polizei. Ja, ich habe 2 Stunden lang alle Videoaufnahmen gesichtet mit meinem Sicherheitsmann, um die Kennzeichen etc. das Fahrzeug rauszubekommen. Dann erzählt mir meine Nachbarin, dass sie mit der Polizei schon geredet hat, weil, jetzt kommt's, als der Einbrecher weggefahren ist, hat er fast einen Passanten totgefahren, überfahren. Weil er so in Flucht gefahren ist, hat er fast einen über den Haufen gefahren und hat dabei hat der Passant sich das Nummernschild gemerkt und hat die Polizei angerufen und dann hat die Polizei das Kennzeichen gecheckt und die Kennzeichen wurden angeblich, mir wurde es weder bestätigt, noch irgendwas, als gestohlen gemeldet. Also waren wohl als gestohlen gemeldet. Dann habe ich gestern 3-mal bei der Polizei angerufen. Kannst du dir vorstellen, Digga? Ich bin der Idiot, bei dem eingebrochen worden ist und ich gucke mir die Videomaterial an und die unfähige Alte bei der Polizei kann mir nicht sagen, ob da die Kennzeichen geklaut sind oder nicht. Datenschutz. Ja, ich scheiß auf Datenschutz, Digga. Was für Datenschutz? Kann mir doch sagen, ob die Kennzeichen geklaut worden sind oder nicht. Was los? Ich habe hier eine dicke Alarmanlage. Ich habe alles safe. Gestern, er hat ausgekundschaftet, stand seit 5 Uhr morgens vor meiner Tür. Gestern war eine Situation. Agatha ist losgefahren und hat Sachen für mich erledigt. Ich saß hier alleine mit ihrem Bruder Kylo. Dann habe ich mich spontan dazu entschlossen, dass ich zum Friseur fahre. Und inshallah habe ich in dem Moment richtig gedacht. Das ist das Einzige, was mir wehtut. Alles andere ist mir scheißegal. Zum Glück habe ich Kylo mitgenommen, Digga. Denn ich gehe nicht davon aus, dass jemand, der hier einbricht, Interesse daran hat, meinen Hund zu quälen. Aber alleine schon, dass der Hund alleine in dieser Situation gewesen wäre, hätte mir sehr wehgetan. Auf jeden Fall bin ich dann losgefahren. Und genau in dem Moment, wo ich losgefahren bin, konnte ich dann später an der Kamera sehen, ist der Einbrecher, die einzelne Person, auf mein Grundstück gegangen. Agatha, ich hatte Agatha angerufen, sie ist 10 Minuten nachdem ich losgefahren bin, oder 15 Minuten nachdem ich losgefahren bin, wiedergekommen. Da war der Einbrecher aber schon wieder 5 Minuten weg. Ich muss an der Stelle sagen, theoretisch gesehen hat sich der Einbrecher ganz gut vorbereitet. Er war maskiert, also Mundschutz. Ich habe die ganzen Bilder auf dem Handy. Dann hat er sich, und natürlich, Chat, ab jetzt muss ich leider, wie soll ich sagen, ab jetzt muss ich leider dann noch mehr Vorsicht walten lassen. Ab jetzt werde ich es machen. Jedes Mal, wenn ich aus dem Haus gehe, werde ich meine Rollläden komplett runter machen. Mein Gott, Digga, in was für einer Welt leben wir, dass man es so machen muss, okay? Gut, wenn es so sein soll, dann soll es so sein, Digga. Also mein Haus war für 10, 15 Minuten tagsüber leer. Und natürlich, sind wir ganz ehrlich, Chat, ihr würdet es auch nicht machen. Wenn du 10, 15 Minuten tagsüber aus dem Haus bist, machst du dich deine Alarmanlage scharf. Also du gehst zumindest davon aus, dass du sie tagsüber 10 bis 15 Minuten in dein Haus alleine scharf machen musst. Ich bin dann losgefahren und derzeit ist der Einbrecher hier reingegangen, ist gezielt hinten auf meine Terrasse gegangen, hat mit dem Hammer die Scheibe eingeschlagen, ist direkt hier in den Zockerkeller gegangen, der stand gestern noch genau da, ist hier ans Regal gegangen. Das Regal sieht wieder prall gefüllt aus, aber die Abteilung, die Abteilung, die Abteilung und die Abteilung war komplett leer. Und da fängt dann halt, das muss ich auch an der Stelle einfach mal sagen, da fängt dann auch an, meinen Respekt aufzuhören bei dem lieben Herrn Einbrecher. Denn sei mir nicht sauer,
Ich bin mir sehr sicher, dass du jetzt gerade vielleicht sogar live zuhörst. Du warst gut vorbereitet, die Props kann ich dir an der Stelle vielleicht auch geben. Aber da unten standen gestern meine Call of Duty Spiele, unter anderem Call of Duty Ghosts. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du davor standst, war alles cool für dich. Aber du hast einfach wahllos irgendwelche VGAs mitgenommen, Digga, wo der Sammlermarkt, um die zu verkaufen, sowas von gering ist. Ich bin mit den ganzen Sammlern connected und alle Sammler, egal ob national in Deutschland oder international in den USA, wissen Bescheid. Ich habe denen die Spieleliste geschickt. Die Dinger wärst nicht los, Bruder. Ich wüsste nicht, wo du die loswerden solltest. Diggi, keine Ahnung, was du damit machen willst. Wenn du die privat zu Hause ins Regal stecken willst, dann viel Spaß damit, Digga. Aber verkaufen tust du die nicht. Er war gut vorbereitet. Bin ich ganz ehrlich, er war gut vorbereitet. Er hatte alles dabei, was er brauchte. Aber als ich dann gesehen habe, dass er meine Spiele geklaut hat, Digga, die gefühlt so selten sind wie irgendwie ein Van Gogh oder die Mona Lisa, Digga, das habe ich nicht verstanden. Woher hat er die Adresse? Ey, Bruder, tut mir leid, er hat mir keinen Zettel im Briefkasten eingeschmissen, wo die Erklärung drin stand, wie er mein Haus gefunden hat. Digga, hallo? Und das Geld dahinter? Draufgeschissen auf das Geld, Digga. Weißt du, also es ist jetzt nicht so, als wenn ich damit, dass ich mich darüber freue, dass bei mir eingebrochen worden ist. Aber am Ende des Tages, Digga, es hört sich doof an, aber am Ende des Tages, bei mir wurde schon mal eingebrochen in meiner alten Wohnung. Das heißt, ich bin nicht mehr ganz so geschockt gewesen wie beim ersten Mal. Traurigerweise, muss man das so sagen. Am Ende des Tages muss ich es auch so sehen. Ich werde dadurch weiser und schlauer. Und natürlich habe ich meine Alarmanlage scharf gemacht, wenn ich aus dem Haus gegangen bin und wusste, ich bin jetzt für 2 Stunden weg und da ist niemand. Sind wir ganz ehrlich? Bruder, ich war für 10, 15 Minuten aus dem Haus. Ich wusste, in 10, 15 Minuten kommt Agatha wieder. Und Bruder, normal machst du dann die Alarmanlage halt nicht scharf, Digga, tagsüber. Jetzt habe ich dazugelernt. Auf jeden Fall hat er einige meiner VGAs geklaut. Gar nicht alle, sondern einige. 2 Stück sind ihm auf den Boden gefallen, die hat er nicht mal aufgehoben. Und dann ist er wieder aus dem Haus geflüchtet. Also, ich kann euch gerne ein Bild zeigen, wenn ihr wollt. So sieht das Ganze aus. Scheibe kaputt. Ja, und mehr kann ich euch nicht zeigen. Ich könnte euch auch noch ein Bild von dem Täter zeigen, aber der ist maskiert. Ich denke mal nicht, dass man ihn sowieso erkennt. Nee, ich darf ihn nicht zeigen, Chat, wegen laufender Ermittlungen. Das teure Pokémon wurde auch geklaut. Also das ist auch etwas, was ich euch nicht gesagt habe. Und ich glaube, so wie der Einbrecher die Spiele mitgenommen hat, hat er gar keine Ahnung gehabt von den einzelnen VGAs. Das Einzige, was er sich gedacht hat, ist, dass sie wertvoll sind. Und natürlich waren da 1, 2 wertvolle Spiele dabei. Aber so wie er sie mitgenommen hat, habe ich gemerkt, dass er von den Spielen selber keine Ahnung hat. Denn er hat Spiele stehen lassen, die das doppelte Wert waren. Bruder, er hat die komplette Call of Duty-Reihe mitgenommen. Black Ops 2 in 95, Modern Warfare 2 in 90. Digga, die habe ich mir gekauft für meinen emotionalen Wert. Die sind ein paar hundert Euro wert, Digga. Ein Tausender vielleicht pro Stück. Hä? Dafür bricht man doch nicht ein. Und die Dinger wirst du nicht los. Die haben Seriennummern. Jedes einzelne zertifizierte Spiel hat Seriennummern. Die Polizisten meinten, ja, vielleicht will er die ja auch nur auspacken und spielen. Jö, wahrscheinlich, Digga. Dann ist der Täter abgehauen. Der hat 30 Meter von meinem Haus geparkt. Stand seit 5 Uhr morgens mit seinem Auto da, hat in seinem Auto gepennt. Ich bin sogar an ihm vorbeigefahren, hab das Auto auch gesehen, aber ich habe halt auch nicht drauf geachtet, Digga, muss ich ganz ehrlich sagen. Und als der Täter abgehauen ist, hat er sich relativ auffällig verhalten und hat fast einen Passanten überfahren. Der Passant, so habe ich gehört, und dann muss es knapp gewesen sein, hat sofort die Polizei gerufen und den Wagen gemeldet und das Kennzeichen durchgegeben. Und das hat der Polizist, der meine Nachbarn befragt hat, mitbekommen und hat zu meinem Nachbarn gesagt, dass die Kennzeichen, die dort durchgegeben worden sind, geklaut worden sind. Ich rufe bei den Bullen an und frage nach, ob das stimmt. Keine Auskunft. Datenschutz hin oder her, Digga. Sag mir doch einfach, ob die geklaut worden sind oder nicht. Dann gehe ich nicht mit dem Gefühl ins Bett, okay, vielleicht kriegen wir eben die Kennzeichen. Dann weiß ich, okay, das Thema ist schon wieder abgehakt. Hauptsache, er hat Mr. Eagles Haus dagelassen. Also, Chat, ich sag euch ganz ehrlich, so wie es ist. Auch wenn ihr immer Kappi-Mappi macht, ich würde mir jetzt mal ein bisschen Ernsthaftigkeit wünschen. Ich habe in diesem Haus natürlich Sachen, die einen gewissen Wert haben. Meine Streaming-Kamera, mein PC, das sind natürlich Sachen, die einen gewissen Wert haben. Das sind aber keine Sachen, Diggi, die man klaut. Also Buddy, dann klau halt mein PC, klick auf die Transenpornos und hol dir einen drauf runter. Ist in Ordnung, Digga, kein Problem. Aber das sind keine Sachen, auf die ein Einbrecher Lust hat. Ich habe keine Wertgegenstände hier im Haus liegen. Ich habe alles, genau aus dem Grund, ich habe alles in unterschiedlichen
Schließfächern bei verschiedenen Banken. Ich habe nicht mal mehr selber die Schlüssel dafür, Digga. Weil ich da gar nicht rangehen will. Das ist meine Zukunft. Da gehe ich in 10 Jahren irgendwann mal ran. Das ist meine Absicherung, Digga. Ich habe hier keine wertvollen Sachen liegen. Das Einzige, was einen gewissen Wert hat, sind die VGAs. Da habe ich eben nicht zu Ende geredet. Das habe ich auch euch nicht erzählt. Ich erzähle es euch jetzt. Ich werde nicht sagen, welche Spiele etc. Aber 60% meiner Spiele habe ich entweder getauscht oder gehandelt mit anderen Sammlern. Egal, ob gegen Cash oder gegen andere. Das ist ja scheißegal. Meine ganzen geilen Spiele sind schon lange nicht mehr hier, Digga. Das ist Real Rap. Ich habe ungefähr 15 Spiele vor 1,5 Monaten, 2 Monaten zu einer Seite geschickt, die dort in die Versteigerung gehen werden. Es sieht für euch immer gleich aus, ihr erkennt nicht, welche Spiele das sind, aber die ganzen wertvollen Spiele, die sind Wallabila, ich schwöre auf Kylos Leben, schon seit 2 Monaten nicht mehr hier. Die wurden hier abgeholt und derjenige ist aus Europa hierher gekommen, hat die Spiele abgeholt und hat sie versichert mit Security in die USA geschickt. Sind es dann aber 100.000 Schaden? Na, ja oder nein? Ein Schaden zu betiteln bei Sammlerobjekten ist extrem schwer. Die Dinger, die ihr mitgenommen habt, können auch 5 Millionen in 10 Jahren wert sein, verstehst du? Du kannst keinen genauen Wert dazu sagen. Das war vielleicht ein Wert von, was ich bezahlt habe, von 60.000, 70.000. Das mag sein. Aber es ist scheißegal, Digga, weil er wird die Dinger sowieso nicht los. Ich weiß nicht, wo er die loswerden möchte. Und das ist etwas... Es soll sich jetzt nicht doof anhören, Digga. Aber lieber Einbringer, hättest du bitte irgendwas anderes mitgenommen? Selbst wenn es nur eine Milchschnitte aus meinem Kühlschrank gewesen wäre. Die hätte einen leichteren... Weißt du, ich war auch mal kriminell. Ich habe auch Mist gemacht. Und vielleicht war es auch Karma, was ich zurückbekommen habe. Okay, aber lieber Einbrecher da draußen, ich weiß nicht, Bruder, vielleicht brauchst du ein paar Tipps, schreib mir bei Instagram. Ich weiß nicht, wo du die Dinger loswerden willst. Es gibt keinen Schwarzmarkt für VGAs, Digga. Es gibt keinen Schwarzmarkt für VGAs, Brudi. Denn jede VGA, jedes Warta-Spiel hat eine zertifizierte Seriennummer, die zurückverfolgen ist. Und ich werde es trotzdem sagen, auch wenn ich mir ein Eigentor schieße, ist mir scheißegal. Selbst wenn du diese Spiele jetzt nimmst und zu den verschiedenen Firmen schickst, es gibt ja 3, 4 Firmen, hinschickst und sagst, bewertet die bitte neu, dann würden sie eine neue Seriennummer bekommen, ja? Aber auch die kenne ich alle. Und auch die haben von mir heute eine Liste bekommen mit den Seriennummern. Das Einzige, was dir bleibt, ist, jedes einzelne Spiel, ich gebe dir sogar eine To-Do-Liste, wie du es zu machen hast, brech jedes einzelne Spiel auf, hol die Spiele raus, verpack sie neu, schick sie nach Amerika, um sie neu bewerten zu lassen. Ich wünsche dir viel Spaß. Aktuelle Wartezeit ungefähr ein halbes Jahr. Und in einem halben Jahr hast du deinen Cash in der Tasche. Wenn das deine Intention dahinter war, bei mir einzubrechen, um in einem halben Jahr eine müde Mark zu machen, GG, Glückwunsch, Digga. Natürlich habe ich mich gestern scheiße gefühlt und fühle mich auch heute nicht gut. Vom Gefühl her, dass jemand bei mir ins Haus eingebrochen ist. Und natürlich gibt es Momente, wo ich dann down bin. Das ist normal. Ich kenne niemanden, der sich geil fühlt, nachdem bei ihm eingebrochen worden ist. Aber ich mache weiter, so wie immer. Ich werde meine Erfahrung damit nicht mit rausnehmen. Nicht nur die negative Erfahrung, sondern auch positive Erfahrung, um dran zu wachsen und die Situation zu verhindern in Zukunft. Denn natürlich habe ich keinen Bock, dass irgendjemand bei mir einbricht. Aber ich werde daran nicht zerbrechen, Digga. Das, was mich am allermeisten aufregt, und ich habe mich vielleicht eben im Ton vergriffen, das tut mir leid, aber ich habe extra gestern bei der Polizei angerufen und habe gesagt, bitte das nicht an die Presse mitteilen. Ich möchte meine Ruhe haben, meine Privatsphäre schützen. Ich mache das Ding mit mir selber klar. Ja, kein Problem. Und Digi, ich lag bis eben gerade mit meiner Freundin auf dem Sofa. Ich starte spontan den Stream und die ersten Kommentare, die ich sehe, ist, ja, stimmt das, was in der Zeitung steht? Und ich denke mir, what the fuck? Ich klicke drauf, ist ein scheiß Artikel von mir. Und nein, um die Frage vorwegzunehmen, nein, diese Informationen, die in dem Zeitungsartikel stehen, kann kein Nachbar erzählt haben, denn die einzigen Leute, und da ist der Punkt, deswegen muss es einer von der Polizei gewesen sein, die einzigen Leute, die wussten, dass Spiele bei mir geklaut worden sind, im Wert von 60.000, 70.000 Euro, die emotional den Wert für mich haben, die einzigen Leute, die das wussten, war die Polizei. Ich kann nicht mal als, Big Mac hat recht, ich kann nicht mal als Person des öffentlichen Lebens den Bullen vertrauen, Digga. Wie traurig ist das? Und ich habe denen gestern sogar Getränke angeboten, das bereue ich schon wieder, Digga.